Hallo und herzlich willkommen zu Rudolf Plays. Ich spiele mal wieder No Man's Sky im Permadeath-Modus. Und das letzte Mal haben wir hier aufgehört an der Basis, weil wir so schlimme Frame-Drops hatten. Dann jetzt mal der Grafikkartentreiber aktualisiert und ein bisschen was rumgestellt und hofft, dass es jetzt besser ist. Also, eh kann ich auch nicht machen als hoffen. Im Moment sieht das ganz gut aus. Da würde ich sagen, machen wir uns auf zur Fregatte. Also zum Prachter, um die Fregatten abzugehen. Ja, 57 FPS, was will man mehr? Also, wenn es so bleibt, bin ich sehr zufrieden. Aber mehr als 60 FPS kann der Monitor eh nicht und 4K-Aufnahmen gehen bei YouTube auf 30 FPS runtergerendert. Machen wir dann über 30 FPS bleiben, sieht alles gut aus. Mal das Platin verschaffen, dass wir mal ein paar Naniten kriegen. So. Dann können wir mal in die Weltraumanomalie gehen und uns da ein paar Sachen kaufen. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Erstmal speichern. Hört sich schon nach einem guten Plan an. Platin, Platin, Platin. Oh, da haben sie irgendwas genervt, weil früher hat es mehr Platin gegeben. Da hat es mehr dafür gegeben. Tja, jetzt ist es wie es ist. Da müssen wir trotzdem durch, ne? 7 Platin gibt es nur noch. Oh Mann. 7 noch nicht. Aus 250 Platin. Wir haben hier dann noch Gläser machen. Noch ein bisschen was. Was jetzt? Tja, die Stadt gewusst. Die Stadt gewusst. Dann hätte ich nicht so viel Platin gekauft.
So, jetzt schauen wir mal alle zusammen. Exo-Anzug. Exo-Anzug. Ein Exo-Anzug. Und 500 nochmal ins Raumschiff. Und recht nochmal klein, aber noch, ja. Raumschiff oder man macht das im Exo-Anzug klein, das ist eigentlich egal. Ja, das war nicht so ergiebig. Laufen im Exo-Anzug. Platin. Dann können wir noch den Rest die Wasserstoff transferieren in den Frachter. Garnets Raumschiff. Garnets. Eigentlich immer dabei, ja, ne? Uran in den Exo-Anzug, Hochleistungsinventar. So. Gut. Dann vom Frachter das Ferritstaub. Da noch was umräumen, ja, das können wir noch ins Raumschiff in der Exo-Anzug machen. Das auch und das auch. Kriegen wir ein bisschen mehr, oder? So, haben wir da so viel Navigationsdaten, also. Ja, da hätten wir noch könnten bisschen was optimieren. So, dann gucken wir mal, ob wir die Regatten abgehen können. Oh ja, das möchte ich. Units, Metallelement, Herox, Superoxidkristall, Irdesit, Neuralleitung, Expedition beenden. Das eine beschädigt. Naja, es war klar. Es war eigentlich klar. Jetzt geht das schon wieder los. Verkaufen. Wechseln zum Frachterinventar. So, Glas verkaufen wir. Wahlleitung können wir verkaufen. Irdesit kann ich verkaufen. Zwei von den Sturmkristallen könnte man verkaufen. Oxidkristall kann man alle verkaufen. So, wie sieht es jetzt aus? Bisschen besser. Tja. Müssen wir andere Sachen verkaufen. Oh,
Ah ja, Units, 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 Wirbelwürfel, Units, Supraleiter, Stickstoffsalz, Units, 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 aktiviertes Emeril, Units, chromatisches Metall, Frachtraum durchbrochen, Selbstzerstörung, uiuiui. Müssen wir da neu parieren. So, haben wir chromatisches Metall, Kritz, jawohl. Ist überall voll. Dann verkaufen wir ein bisschen was davon. Frachterinventar. Wirbelwürfel, die Supraleiter, das Stickstoffsalz, chromatisches Metall. Emeril, aktiviertes Emeril. Ja, das sieht doch gut aus. Aktiviertes Emeril. So. Versuchen wir mal, das letzte abzugehen. Oh, Scanner beschädigt. Das ist schon mal ganz gut. Gekredigt, Wikin-Bildnis, Halbleiter, Units und das war's. Dann gehen wir direkt wieder aufräumen. Gekredigt, Wikin-Bildnis, Halbleiter. Gut. So haben wir eigentlich so viel Navigationsdaten. Wahnsinn. Planetenkarten, die könnten wir eigentlich achterlagern erstmal. Weil ich brauche ein bisschen Gold. Wahrscheinlich ein bisschen Kobalt. Neum, haben wir das dabei? Nö. Gut, speichern wir. Und haben wir noch Treibstoff. Bisschen haben wir noch. Können wir die hier nochmal wegschicken? Torvax ist erfreut. Oh, gibt sehr viele Industrieexpeditionen, so wie das aussieht. Beschädigte Komponente. Ah, der gute Unterstützer ist kaputt. Das ist ja toll. Ja, dann müssen wir den wahrscheinlich erst mal reparieren, sonst packen wir die Mission nicht. Ja. Tun wir das mal. Oder hat die überhaupt für ein Schiff? Ach, das wird wahrscheinlich markiert. Hep, hep. Wahrscheinlich einer von den Unterstützern, ja. Ja, gute Unterstützer wird, genau. Die haben ja zufällig gerade einen Händler für mich. Ja.
Ah, ein Industriespezialist. Naja, den brauchen wir nicht. Brauchen was anderes. Brauchen einen Händler. Das hier könnte ein Händler sein. Und das ist ein Erkunder. Eins von beidem. Das ist bestimmt was ganz anderes. Handelsspezialist, Klasse C. Jawohl, den nehmen wir doch mit. Dann müssen wir uns mal. Muss das denn? Muss doch bei meinem Unterstützer. Da schlechte Karten, aber kann ich euch sagen. So, darf ich jetzt weitermachen? Wir waren an unserem Unterstützer hier tätig. Landen. Optimale Talast. Ah, gut. Ja, dann vielleicht. Könnte ein Unterstützer sein. Ah, ich habe immer Interesse. Da bleibt ihr noch einer übrig. Jetzt hat er Unterstützer geworden, müsste der da sein. Ich würde sagen, das war kein Unterstützer. Ja, der sieht auch nicht beschädigt aus. So. Ist das hier eine Unterstützer? Ist das so ein Bergbauschiff? Ist da was markiert? Wir können dir keinen Ruhm beschweren. Oh nein. Sofortige Instandhaltung erforderlich. Reparaturdrohnen erreichen Störungsschwelle. Ja, dann. Das sind nur Endstationen. Das geht ja noch. Schön animiert haben sie das.
Ja, wenn es dann schon war. Dann könnte man ja jetzt hingehen und die Flotte wegschicken, ne? Speedlimit von 69 Uhr. Hallo Navigator Osma. Wir würden gerne die extra lange Industrieexpedition machen. War mit allen Industrieschiffen, die wir haben, die drei. Dem Unterstützer und das interstellare Frachtschiff, Schlachtschiff würde ich auch gerne mitschicken. Jawohl. Sieht ordentlich aus. Ausgeglichene Expedition. Toll mal mit. Der Rest. Die Handelsgaleone, der Weltraumerkunder, die interstellare Fregatte. Auch die zwei Erkunder, die können Armor mitgehen und Händlerschiff. Das ist zu viel Treibstoff. Also wir bräuchten einen Händler, einen Erkunder, Korvette und ja, wie viel Treibstoff haben wir da noch? Scheint mir viel. Ja, nix mehr. Dann sind wir fertig. Dann sind wir fertig, ja. Was hat denn das damit zu tun? Ich muss ja nicht alles verstehen hier. Silber ist im Raumschiff kein Platz mehr. Wieso das dann? Naja. So, dann beordern wir uns mal den nichts davon fertig, ne? Nein, ne? Dann beordern wir uns mal die Weltraumanomalie hier. Machen uns mal zum Nexus auf. Und zwar wollten wir uns da mal da Neuigkeiten überbringen. Dann machen wir das mal. Ja, der Nexus im Park.
Permadeath-Modus, der ist normalerweise schwer leer. Sagen wir einfach mal allen Hallo. Artemis war eine Reisenden-Entität. Oh, 8 Nanit erhalten. Da mal noch was. Oh, ein Quecksilber, gut geschrieben. Okay. Huch, da wollten wir ja gar nicht hin. Wir wollten ja hier lang. Raumschiffforschung? Ja, genau, Raumschiffforschung. Ruhmreiche Flügel. Startsystem-Ladegerät. Haben wir doch schon. Ey, guck mal da an. War da noch gebraucht hier? Konstruktionsforschungsstation. Brauchen wir geborgene Daten dafür? Eine Exoran zur Forschung. Ah ja, das hat noch gefehlt, genau. Klasse S-Übersetzer. Du hast vielleicht ein ganz tolles Multidul für mich. Naja, so schlecht ist es jetzt nicht, aber... Komm mal schon alles. Ey, das ist ja noch besser. Exo-Fahrzeugforschung, da können wir uns noch sparen. So, quasseln wir mal noch mit den bei hier. Oh, hallo, du bist riesig. Ah, junger Reisender. Ja, klar, wenn du mal ein paar Nanetten gibst. Oh, ja. Yeah, 845 Nanit. Ah, ich muss mal gerade gucken. Nicht, dass ich den die ganze Zeit zuprabbeln, du, mit Netzwerk und Stimme. Arschet deaktiviert. Die Schulter berühren. Nee, nee, nee. Und er will wahrscheinlich auch nicht. Nee, der will auch nicht. Kronos? Na, Kronos?
Eilensteine übertragen. Ja, warum nicht? 400 Nanits. Quecksilber erhalten. Könnte man ja eigentlich gucken, was das so schönes Gold gibt. Helf mir 3000 kosten. Tja. Die Mission hier verwirft, wird man nämlich die 150 nochmal neu kriegen, aber dafür müsste ich die 20 mal machen. Den Helm. Nettes Gerät. So ähnlich aus wie das andere, das ich da an. Wer ist das denn? Ist ja richtig was los hier noch. Ach, neu aus. Ach so, da können wir zu denen ihren Basen reisen. Wem haben wir dann geschrieben? Oschken. Das könnten wir ja einfach mal ausprobieren. Oschken. Jetzt haben wir noch die Oschken. Jetzt mal gespannt. Teleportieren. Dann noch. Verschneit. Naja, wir machen es jetzt mal. Komm, wir probieren es aus.
Also, jetzt haben wir nochmal die No Oschken. Teleportieren, da bin ich mal gespannt. Partikeleruption. Evam Gate direkt gebaut. Nicht schlecht. Er braucht dann so ein und Dings. 20 KP. Aha. Tja, da muss ich mich beeilen, sonst komme ich hier nicht mehr weg. Ja, da muss ich mich wirklich beeilen. Und zwar würde ich gern Nachricht hinterlassen. Nachrichtenterminal. Wieso ist denn der nicht da? Hä? Tragbare Technologie, ja. Kein Nachrichtenterminal dabei. Jo, seltsam. Also der Nachrichtenterminal ist gar nicht dabei, ja. Soll ich sonst machen, ne? Dann kann ich ihn nicht besuchen. Nicht mehr. So, und zwar war das der Trick, wo... Muss ich mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Tja, das funktioniert ja halt. Deckungen. Das System müsste ich reisen. Ja, und ab. Radioaktive Superzelle. Nee. 25. Das System Station Minoris. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo Tritium können. Nö, ne? Nö. Der Trick, der scheint genervt zu sein. Das heißt, wir können jetzt mal das Startsystem Ladegerät inbauen. Schiff.
So. Brauchen wir dann da dafür? 5 Antimaterie. Das sollte machbar sein. Brauchen wir dafür gar nicht mehr. 5 Antimaterie. Ein bisschen Tritium, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ladegerät inbauen. Na, klasse. Jetzt lädt sich dein Startsystem einfach wieder auf. Da bin ich mal gespannt. Wir machen uns jetzt mal zu unserer Basis. Deine Basis, da sind wir doch gut. Dann werden wir mal vielleicht, wenn wir hinkriegen, ein bisschen Strom anschließen. Dass wir auch mal ein funktionierendes Gateway haben. Was haben wir eigentlich für Ressourcen auf dem Planet? Kupfer, Paraffinum, Salz. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Und dann. Okay, das hätten wir ja schon mal. Speichern wir mal noch runter. Na, gucken wir mal, wie das da aussieht mit dem Strom. F. So, und dann Q drücken. Okay, hier haben wir einen Hotspot in der Nähe, aber kein Strom-Hotspot. Mining Hotspots. Unterirdische Mineralienablagerung. Okay. Ist an. Gehen wir mal unser Signal holen und dann markieren wir die mal. Was war denn das? Oh, was hier so in der Nähe ist?
jetzt müssen wir uns drehen. Klasse A. Kupfer. Aha. Kupfer. Ein Kupfer-Hotspot. Dann markieren wir den mal. So, dann hätten wir den ja gefunden, ne? So. Wenn wir mal in die Richtung gehen, ist hier auch noch ein Hotspot. Ich bräuchte mal Strom. Oh, hier ist eine konzentrierte Gaswolke. Die Richtung. Ich weiß von nichts. Schleichen wir uns mal an. Sauerstoff. Ja, gut. Stellen wir hier auch ein Signal hin. Zwei Metallplatten. Strom wäre immer noch toll. Das war klar. Mal ganz ans Meer gehen vielleicht. Ein wenig Glück. Oh ja, da können wir damit leben. Ja.
Bergbau-Hotspot wieder. Ach, ach nee. Links. Komm, gehen wir mal einen Strom-Hotspot. Tun wir das nicht an. Salz. Okay. Basis überhaupt. Oh. Natürlich also in die Richtung. Wieder so ein Hotspot. Oh. Wie wär's da mal mit einem Strom-Hotspot? Ja, wenn wir schon gerade hier sind, können wir auch zwei Orte laden, ne? Paraffinum. Aha. Hier mal das Armor. Da müssen wir aber wirklich mal zurück hier.
Das? Die Swatze. Ja, warum nicht? Du hast das Kickwort für viele gelernt. Hier sind ganz schön viele von den Wissensteinen. Pucknium, das haben wir nicht dabei. Da ist mein Basis. Oh, da habe ich mich aber ganz schön verloren. Strom-Hotspot. Ah, endlich. Das war ganz schön weit weg von der Basis. In die Richtung. Da ist also unser Strom-Hotspot. Z. Speichersignal. Da müssen wir erst mal zwei Metallplatten bauen. Einem Strom-Hotspot suchen oder eine Aufgabe. So, der ist jetzt wo genau? Direkt vorm Signal. Weit ist dann die Basis weg. Ja, wie viel U sind dann das? Lustig. Kann ich dann hier noch was bauen? Die Basissachen. Also wir sind außerhalb der Basis, so wie das aussieht. Das heißt, wir müssten uns jetzt Richtung Basis machen. Gucken, wo die Grenze ist. Die ist doch nicht wirklich so weit weg. Wahnsinn. Tausend noch wat U. Also, ob ich das so weit verlängert kriege, Strom, das will ich mal bezweifeln.
als Hotspot discovered. Kupfer. Wieder eine Gaswolke. Ja, schade, dass man das mit meinem Exo-Fahrzeug erkunden kann, so. Stickstoff. Hier mal das Armor. Jetzt geht's auf der Heimweg, aber.
Schon wieder ein Hotspot. Bergbau. Klasse S. Klasse S Bergbau Hotspot. Ach, nicht schlecht. Paraffinum. Okay. Naja, wir brauchen jetzt wohl Metallplatten. Die kann ich denn mir bauen, weil ich nicht genug Ferritstaub an. Das haben wir gleich. Fahrzeuge rufen. Transporter. Grenzt auf 5 pro Planet. Okay, das muss man aber auch erstmal wissen. Tja, da würde ich sagen. Mal für heute hier Schluss. Und bis zum nächsten Mal. Euer Rudolf. Klasse S. Bergbau-Hotspot mit Paraffinum.